Moin Leute und herzlich willkommen zum mittlerweile achten Teil meiner F1 mein Teamkarriere. Nach dem sehr erfolgreichen Rennen in Vietnam steht jetzt der große Preis von China an. Wir haben noch einige Tage, bis das erste Training beginnt, und deshalb würde ich vorschlagen, gucken wir uns als allererstes mal an, wie wir die Zeit bis zum ersten Training gut und produktiv nutzen können. Wir haben nämlich einige Ressourcenpunkte, die wir noch in die Entwicklung stecken können, beziehungsweise Aktivitäten, die wir mit unserem Team ausführen können. Und da gucken wir uns jetzt mal ein paar an. Also, wir könnten ein Event machen, wo sich unser Team aufs Chassis konzentriert. Allerdings wird da die Entwicklung zum Antrieb, Aerodynamik und Strapazierfähigkeit etwas eingeschränkt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir gucken mal, was es noch gibt. Triebwerk, Teamaufbau. Das sieht gut aus. Antrieb plus 5%. Ich denke mal, das können wir mal direkt mit einplanen. Und ja, wir haben sonst nichts mehr, was wir wirklich machen können, weil alles jetzt rot ist. Ich denke mal, das liegt an dem Einladungsevent und wir gucken einfach mal weiter. Wir haben keine Nachrichten, eventuell aber Sachen, die wir hier am FA-Baum verbessern können. Gucken wir mal Strapazierfähigkeit, weil ich denke mal, nach den ersten zwei Rennen wäre es gar nicht mal so schlecht, die ein oder anderen Teile mehr auf Haltbarkeit zu entwickeln. Und wir sind sogar ziemlich weit vorne in der Entwicklung mit unseren strapazierfähigen Teilen. Nenne ich es jetzt einfach mal. Aber bis jetzt können wir nur die zwei Teile weiterentwickeln. Das macht nicht so viel Sinn, meiner Meinung nach. Wenn wir jetzt etwas am Motor oder am Chassis weiterentwickeln könnten, macht das mehr Sinn. Denke ich jetzt mal. Und dann gehen wir einfach mal direkt wieder zur Aerodynamik und verbessern hier ein Teil. Ich hoffe mal, das ist bis zum nächsten Training fertig und wir können das Teil direkt testen und einbauen. Hier verbessern wir natürlich auch direkt was am Antrieb. Die Fehlschlagsrate ist allerdings sehr hoch. Ich denke mal, das sollte aber kein Problem sein. Unser Auto läuft ja auch so schon super, wie wir in den letzten Teilen bemerkt haben. Ja. Wie wir hier sehen, Strapazierfähigkeit ist auch sehr schwach weiterentwickelt. Da haben wir uns auch bis jetzt noch gar nicht drauf konzentriert. Aber wir haben ja nachgeguckt, da sind alle Teams nicht so weit. Und wir liegen sogar ziemlich weit vorne. So, wir können einen dritten Sponsor ins Boot holen. Und das machen wir auch direkt. Gucken wir mal wieder, was hier am besten passt. Ich denke mal, wir nehmen direkt den ersten, da wir da am meisten Ertrag bekommen. Qualifying-Ergebnis mindestens P10, okay. Ja, das ist jetzt das Problem. Wenn wir jetzt den 10. Platz nicht erreichen im Quali, und das war letztes Mal war es ziemlich einfach. Das Video verlinke ich auch gerne nochmal in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das Qualifying angucken, beziehungsweise auch das nachfolgende Rennen. Aber die ersten beiden Rennen waren im Qualifying ziemlich ernüchternd, sage ich mal. Ernüchternd ist jetzt relativ. Aber wir haben in einem Qualifying nur Platz 11 erreicht. Und da wäre das hier natürlich nicht so angemessen. Wir gehen jetzt trotzdem mal damit, weil ich denke, das nächste Qualifying wird besser und die letzten Ergebnisse haben ja auch darauf hingewiesen. Dann würde ich auch sagen, machen wir direkt mal ein paar Änderungen am Auto und kleben hier die Sponsoren drauf. Wir können hier an der Seite etwas hinkleben. Ich denke mal, das passt gut, weil hier ist viel weiße Fläche. Ändern natürlich direkt die Farbe, weil ich weiß nicht, ob wir es schwarz machen sollen oder tatsächlich dann in Rot. Das passt dann irgendwie auch zu den Spiegeln und so weiter. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Besonders schön sind diese Aufkleber natürlich nicht. Da gibt es schönere. Aber ich denke mal, einfach zur Dekoration, um das Auto ein bisschen voll zu bekommen, ist das ausreichend. Ja, bevor wir jetzt hier weiter gucken, denke ich mal, haben wir jetzt genug die Zeit hier genutzt und uns mal um die Entwicklung und das Team gekümmert.
Wir überspringen jetzt die nächsten Tage und starten direkt ins Training. Hier sehen wir jetzt die ganzen. Wenn wir mehr Anerkennung gewinnen, gibt es mehr Moment. potenzielle Partner, die mit uns arbeiten würden. Ja, Wir das können ist jetzt gut. einen weiteren Sponsor über das Firmentab kontaktieren. Und ich würde sagen, das machen wir direkt auch, weil da sehe ich das Geld drin und vor allem wieder mehr Anerkennung. Deshalb keine Frage, dass wir da loslegen. Ich weiß nicht genau, was wir machen müssen, aber Niederlande, Zandvoort, die Strecke bin ich noch nie gefahren und keine Ahnung, wie die Streckenführung ist. Wird wieder spannend, was wir da machen. Aber ist nur ein Einladungsevent und es geht nicht um wertvolle Punkte in der Saison. Wenn wir jetzt das Einladungsevent in dem Video drin haben, denke ich mal, wird das auch wieder zu lang, um das Qualify mit reinzupacken. Da werde ich aber nachher einfach gucken, wie ich es am besten mache. Das heutige Klassiker-Einladungsrennen hat zwar keine direkten Auswirkungen auf die Formel-1-Meisterschaft, ja, das ist schon gut. Bei dem Ruf, den die Fahrer zu verteidigen und vielleicht sogar zu verlieren haben, ist ganz klar, dass sie unbedingt zeigen wollen, was sie können. Ich denke mal, das steht auch im Vordergrund. Wir bekommen 150.000 Euro und 1.000 Anerkennungspunkte. Ich weiß nicht, wie da das Verhältnis ist, wenn man 1.000 Punkte bekommt, ob wir da zwei Level oder so nach oben steigen, je nachdem. Und wir haben jetzt 32 Sekunden, um 7,8 Kilometer zu fahren. Ich denke mal, Moment, ja okay, das steht auch in der Beschreibung. Beim Durchfahren eines Checkpoints bekommen wir Zeit dazu, weil sonst wäre es etwas unrealistisch. In 32 Sekunden schafft man unmöglich 7,8 Kilometer. Naja, fahren wir einfach mal los und gucken, was möglich ist. Wie gesagt, ich kenne die Strecke nicht und ohne Ideallinie einfach mal drauf los. Ist zwar ein bisschen kritisch, aber kriegen wir hin. Gut, da haben wir schon das erste, was wir in den... Oh, da habe ich mich direkt verbremst. Das erste, was wir in unserem Auto vermissen, den Sound. Und da sind wir auch direkt zwei draußen, aber egal. Der Sound war natürlich um einiges schöner in den früheren Zeiten. Und ich glaube, da trauert auch jeder Formel 1-Fan hinterher. Oh, die sind eigentlich ziemlich gut angefahren, die Kurve da. Hier natürlich jetzt zu langsam rein. Wie gesagt, ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wo es hier lang geht. Aber vielleicht schaffen wir es ja mit ein bisschen Glück. Je nachdem, im zweiten Versuch, whatever. Bis jetzt haben wir schon knapp 4 Kilometer absolviert. Von denen sind. Wobei ist hier der Bremspunkt? Keine Ahnung. Oh, sind wir schon wieder zu weit draußen. Ich denke mal, das musste jetzt nicht unbedingt sein, da in die Bande zu fahren. Ah, dieser Sound macht einen einfach glücklich. Auch wenn die Autos sich nicht so einfach und schnell fahren lassen. Der Sound macht da einiges weg, denke ich mal. Und bringt die Emotionen auch wieder. Ich glaube, wir sind gar nicht mehr so schlecht hier dabei. Oh. Ja, gut, hier sind wir wieder. Viel zu weit innen gewesen. Und da habe ich mich verschaltet. Wir haben nur noch knapp 10 Sekunden. Das könnte knapp werden. Gerade noch geschafft. Da war ich jetzt zu sehr auf die Zeit konzentriert. Aber wir haben es, glaube ich, gerade noch so durch den Checkpoint geschafft, bevor die Zeit abgelaufen ist. Und sind jetzt bei irgendwie knapp 6,5 Kilometer. Ah, hier, okay. 7 Kilometer.
Und ich denke mal, da schaffen wir das auch irgendwie, in den 10 Sekunden noch die paar Meter zu fahren. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, das wird nicht ganz reichen. Oh mein Gott. Auf die letzte Sekunde. Da wurde es selbst im Einladungsevent ganz, ganz knapp. Aber wir haben es direkt im ersten Versuch geschafft. Da bin ich stolz auf mich, wenn man das so sagen kann. Ja, und da sind wir auch direkt im Level, im Rang, wie auch immer, ein bisschen gestiegen. Ja, wir sind sogar 20 Meter mehr gefahren, als wir gebraucht hätten. Ganz knapp auf die letzte Sekunde, gerade noch geschafft. Und dann geht's auch wieder zurück ins Hauptquartier. Da sind wir wieder zurück im Hauptquartier und haben jetzt die 150.000 Euro bekommen. Ich denke mal, die unterstützen unser Team. Und wir haben ein bisschen Anerkennung bekommen. Können wir jetzt eigentlich nochmal was am... Guck mal, wir können jetzt hier sogar hingehen und planen, was unser Team für eine Aktivität aussehen soll. Dann nehmen wir natürlich direkt wieder die Sponsorwerbung mit. Und die nimmt auch alle 4 Tage ein vor dem ersten freien Training. Sonst haben wir jetzt nichts mehr, was wir machen können. Ne, da müssen wir zwar ein bisschen warten. Aber wir haben auf uns aufmerksam gemacht mit dem Einladungsevent und gehen natürlich direkt weiter zum Training. Da haben wir jetzt durch das Event ein bisschen wieder Geld dazu bekommen. Zum Rennwochenende. So. Reifenauswahl gucken wir uns nochmal an, aber ich denke mal, ja, steht wieder auf weich. Habe ich ja schon mehrfach was zugesagt. Komme ich einfach besser mit klar. Es gibt bestimmt Leute, die lieber mit härteren Reifen, dafür aber längere Stints fahren, aber da gehöre ich nicht dazu und ich denke mal, beides funktioniert. Da sind wir auch in China. Eine sehr schöne Strecke. Viele spannende Kurven dabei. Vor allem viele Überholmöglichkeiten. Und das sollte uns im Rennen wieder gute Chancen geben. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Ja, das ist natürlich, was wir eigentlich bewirken wollten, dass wir jetzt hier die neuen Parts auch testen können. Und wir legen direkt wieder mit der Streckenklimatisierung los. Ist, denke ich, schon wieder am sinnvollsten, um einzusteigen, ein bisschen auf die Strecke einzufahren. Ich hatte bis jetzt noch nicht so viele Runden und Rennen auf jeder Strecke, aber ich denke mal, das sollte reichen, um hier gut mitzuhalten. Hier die Kurve wird sehr wahrscheinlich viel Action im Rennen bieten, weil hier, das ist ähnlich wie in Vietnam, hier wird es viele Überholmanöver geben und viele Angriffe. Wir werden aber sehen, wie wir das im Rennen dann ausnutzen können. Mein Lenkrad ist irgendwie auf jeder Strecke extrem klackern. Das nervt mich ein bisschen. Ich hoffe mal, man hört das nicht zu sehr auf dem Video. Fahren wir uns hier erstmal ein bisschen auf die Strecke ein. Und hier auf dieser Strecke merkt man, glaube ich, auch extrem an manchen Punkten. Zum Beispiel auch hier, wie krass die Verzögerung von so einem Formel 1 Auto ist. Das ist natürlich jetzt ein mega großer Unterschied, logischerweise, zum Straßenauto. Aber ich sag mal, wenn man jetzt von einem Straßenauto den Unterschied zum Tourenwagen mal erleben durfte, sei es jetzt eine kleinere Klasse oder auch im Extremfall zum GT3 Fahrzeug, da ist es schon... Ja, wie soll ich es beschreiben? Also ich durfte die Erfahrung schon ein, zwei Mal haben und das ist wirklich ein krasser Unterschied. Ich glaube, dieses Bremsen beeindruckt da einen am meisten, weil der Unterschied einfach extrem ist. Zum einen die Reifen, die viel mehr Grip liefern und somit auch den Bremsweg verkürzen und im Generellen das weniger Gewicht von einem Auto, von einem Tourenwagen, dann im Allgemeinen die Bremse, die besser ist.
hier merken wir das extrem. Mal gerade von 320 auf 50 abgebremst in nicht mehr 100 Metern. Einfach nur krass. So, ich weiß nicht, wie wir jetzt hier liegen von den Punkten. Aber grün haben wir schon mal abgeschlossen. Ich fahre mal noch eine Runde. Oh, hier nicht so weit nach außen. Ja, da haben wir jetzt auch schon verkackt. Da waren wir jetzt zu weit innen. Aber kein Problem, ist ja nur Training. Ich denke mal, hier wird echt ein guter Spot sein, um viele Positionen gut zu machen. Je nachdem, wo wir halt starten. Da waren wir ein bisschen weit im Grün. Aber kein Problem. Hier die Kurve, da werde ich mich, glaube ich, oft verbremsen im Rennen, beziehungsweise auch in den Qualis und so weiter. Die ist manchmal fies einzuschätzen. Aber unser Auto funktioniert echt gut und ich denke mal, wir brauchen gar nicht mal so viel Abtrieb. Ich verändere gleich noch was am Setup, damit wir mehr Speed auf den Geraden mitnehmen können. So, und dann haben wir jetzt nicht wirklich was gut gemacht, aber wir fahren das Training jetzt nicht zu Ende. Das ist mir jetzt leider zu viel Arbeit hier. Dann wird das Video wieder zu lang. Das letzte Video mit Quali und Rennen ist schon extrem lang geworden. Wir haben jetzt hier schon knapp, ja, nicht ganz 8 Minuten, aber 5 Minuten Fahrzeit gehabt. Das ist jetzt, denke ich mal, erstmal genug. Und wir kümmern uns mal kurz um ERS-Management. Ich denke mal, hier brauchen wir auch nicht so viele Trainingseinheiten. Aber warte, ich kann direkt mal hingehen und das Setup hier verändern. Autoeinstellung. Mehr auf Topspeed gehen. Und wir sind mit der Zeit auf Platz 3. Die Ferraris sind scheinbar gut dabei. Wir sind auch knapp 1,3 Sekunden hinter dem, ich glaube, Leclerc war jetzt vorne. Ich will es nicht mal nachgucken. Aber wir versuchen uns direkt mal mit ERS-Management und dann das Quali-Tempo, um da schon mal einen ersten Eindruck zu bekommen, was da möglich ist. Gucken wir mal, ob unsere Runde jetzt besser ist, wo wir mehr... Oh, warte, jetzt muss ich hier gucken. Wenn wir jetzt mehr Topspeed haben, denke ich mal, wird das Ganze um einiges schneller, vor allem mit den langen Geraden. Lass mir erstmal das ERS aus. Da haben wir jetzt ein bisschen zu früh eingelenkt, aber das sollte erstmal kein Problem sein. Da haben wir zu früh gebremst, laut dem Delta. Aber alles wieder im grünen Bereich. Habe ich schon fast gedacht, dass wir hier die meiste Zeit verlieren werden, weil die Stellen kann ich nicht sonderlich gut. Und hier haben wir jetzt echt zu viel liegen lassen. Das spulen wir mal kurz zurück. Ich spule wieder vor. Angebremst war die gar nicht mal so schlecht. Nur am Ausgang. War mir dann zu früh auf dem Gas. Hier jetzt schon wieder, aber diesmal sind wir nicht so weit rausgekommen. Ja, da sind wir auch wieder im Delta drin. Können hier ein bisschen rausholen. Lassen wir den ERS-Verbrauch ein bisschen im grünen Bereich steigen. Also dass das alles noch okay ist.
da haben wir das Trainingsprogramm auch direkt mit Violett abgeschlossen und Ressourcenpunkte dazu bekommen. Ja. Direkt danach das Quali-Tempo. Und gucken, was möglich ist. So, hier geht's auch los. Wir haben jetzt einen vor uns. Aber das sollte kein Problem sein. Wir lassen uns jetzt trotzdem mal ein bisschen zurückfallen. Bremsen hier ein bisschen früher. Das ist direkt Albon vor uns. Der hat uns ja in den letzten Rennen so ein bisschen begleitet als Konkurrent. Und hier jetzt genug Schwung mitnehmen, auch wenn wir jetzt einen kleinen Querstart hatten, das sollte kein Problem sein. Wir gucken einfach mal, was jetzt hier möglich ist. Ich hatte jetzt noch nicht die Zeiten aus dem ersten Trainingsprogramm und dem zweiten verglichen, weil da hätten wir jetzt gucken können, welches Setup das bessere war. Wir haben ja zwischendurch mal das Setup gewechselt. Und ja, aber es ist jetzt erstmal egal. Konzentrieren uns mal hier aufs Qualifan-Tempo. Ist jetzt leider fast 2/10 außerhalb des Deltas. Jetzt aber wieder im Delta drin. Und haben jetzt hier wieder ein bisschen Zeit verloren, aber kein Problem. Vorne rangeln sich jetzt Albon und Gasly ein bisschen. Wir versuchen natürlich wieder möglichst viel Schwung auf die Gerade mitzunehmen, das gelingt uns auch. Und wir haben jetzt direkt Windschatten, was uns wieder einen Vorteil verschafft. Haben natürlich nicht die ideale Linie fürs Anbremsen auf die Kurve. Trotzdem einiges an Geschwindigkeit gewonnen. Und liegen somit auch gut im Delta. Sind jetzt hier aber weit rausgekommen. Spielt aber erstmal keine Rolle. Wir haben unser Ziel erreicht, sogar im violetten Bereich. Ja, wir gucken einfach mal. Gehen wir wieder zurück an die Box. Und ich würde auch sagen, das reicht jetzt erstmal an Trainingsprogramm. Wir liegen auf dem ersten Platz von der Zeit her. Läuft immer besser. Und ich würde einfach sagen, wir überspringen jetzt das Training. Beziehungsweise alle 3 Trainings, die noch jetzt übrig wären. Ja. Auch wenn wir jetzt gucken könnten, welches Setup hier am besten funktioniert. Ich denke, wir sind so oder so sehr gut dabei und müssen uns da jetzt erstmal nicht drum kümmern. Deshalb überspringen wir das hier einfach mal. Ich finde diese Lift-Offs, wie man jetzt im Hintergrund hört, so geil. Das ist mega, hört sich einfach nur mega an. Wenn man in der Einführungsrunde mal zuhört. Und da jetzt alle Fahrzeuge, das ist einfach nur geil. Überquert haben, schauen wir noch einmal die 3 Bestplatzierten. Einfach nur Schumacher, das da im Hintergrund hört, und bekommt man Gänsehaut. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Gut, wir hatten jetzt natürlich auch softe Reifen. Weiter über das hatte nur gelbe Mediums. Trotzdem lagen wir fast 2/10 vorne. Egal. Machen wir einfach weiter mit dem Qualifying. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir im Auto sitzen. So, hier geht's auch los. Wir haben jetzt einen vor uns. Aber das sollte kein Problem sein. Wir lassen uns jetzt trotzdem mal ein bisschen zurückfallen. Bremsen hier ein bisschen früher. Das ist direkt Albon vor uns. Der hat uns ja in den letzten Rennen so ein bisschen begleitet als Konkurrent. Und hier jetzt genug Schwung mitnehmen, auch wenn wir jetzt einen kleinen Querstart hatten, das sollte kein Problem sein. Wir gucken einfach mal, was jetzt hier möglich ist. Ich hatte jetzt noch nicht die Zeiten aus dem ersten Trainingsprogramm und dem zweiten verglichen, weil da hätten wir jetzt gucken können, welches Setup das bessere war. Wir haben ja zwischendurch mal das Setup gewechselt. Und ja, aber es ist jetzt erstmal egal. Konzentrieren uns mal hier aufs Qualifan-Tempo. Ist jetzt leider fast 2/10 außerhalb des Deltas.
Jetzt aber wieder im Delta drin. Und haben jetzt hier wieder ein bisschen Zeit verloren, aber kein Problem. Vorne rangeln sich jetzt Albon und Gasly ein bisschen. Wir versuchen natürlich wieder möglichst viel Schwung auf die Gerade mitzunehmen, das gelingt uns auch. Und wir haben jetzt direkt Windschatten, was uns wieder einen Vorteil verschafft. Also natürlich möglichst spät aus dem Windschatten rauszugehen. Haben natürlich jetzt nicht die ideale Linie zum Anbremsen auf die und wurden hier weggedrängt. Haben natürlich nicht die ideale Linie fürs Anbremsen auf die Kurve. Trotzdem einiges an Geschwindigkeit gewonnen. Liegen somit auch gut im Delta. Sind jetzt hier aber weit rausgekommen. Spielt aber erstmal keine Rolle. Wir haben unser Ziel erreicht, sogar im violetten Bereich. Ja, wir gucken einfach mal. Gehen wir wieder zurück an die Box. Und ich würde auch sagen, das reicht jetzt erstmal an Trainingsprogramm. Wir liegen auf dem ersten Platz von der Zeit her. Läuft immer besser. Und ich würde einfach sagen, wir überspringen jetzt das Training, beziehungsweise alle drei Trainings, die noch jetzt übrig wären. Ja. Auch wenn wir jetzt gucken könnten, welches Setup hier am besten funktioniert. Ich denke mir, wir sind so oder so sehr gut dabei und müssen uns da jetzt erstmal nicht drum kümmern. Deshalb überspringen wir das hier einfach mal. Ich finde diese Lift-Offs, wie man jetzt im Hintergrund hört, so geil. Das ist mega, hört sich einfach nur mega an. Wenn man in der Einführungsrunde mal zuhört. Und da jetzt alle Fahrzeuge, die die Linie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei Bestplatzierten. Einfach nur das da im Hintergrund hört, bekommt man Gänsehaut. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Gut, wir hatten jetzt natürlich auch softe Reifen. Weiter über das hatte nur gelbe Mediums. Trotzdem lagen wir fast 2 Zehntel vorne. Egal. Machen wir einfach weiter mit dem Qualifying. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir im Auto sitzen. So, ich habe mich an jeder Stelle dafür entschieden, das Qualifying 1 und Qualifying 2 rauszulassen, da das Video sonst nicht zu lang direkt wird. Die Runde hinzulegen. Und ja, zum ersten, ich berichte kurz mal davon, es hat angefangen zu regnen und wir sind sowohl das erste Qualifying als auch das zweite noch im Regen gefahren. Können. Das wäre natürlich haben es dann gerade so geschafft, durch Glück mehr oder weniger hier bei den 5 unter die Top 10 zu kommen, ins Quali 3. Damit wir dann also 2 Runden noch ungefähr haben. Regen liegt uns scheinbar gesagt, nicht so. Ich wechsle jetzt noch auf Slicks. Und aber da sehen wir jetzt auch schon, es ist wieder abgetrocknet für Q3 und wir haben auf Slicks gewechselt. Und ich würde einfach sagen, ich lasse euch hier mal wieder rein ins Video und viel Spaß beim Q3. Gucken wir mal kurz. Ja, okay, nee, also die Strecke ist wirklich trocken. Wir können auch hier wieder später bremsen, denke ich. Ja. Und hier trotzdem vorsichtig ganz Gas. Aber nee, da kommt auch nichts quer. Hier. Boah, ihr glaubt mir nicht, wie komisch das ist. Man rechnet damit, das Auto kommt jede Sekunde wieder quer und man muss gegenlenken, aber es passiert nichts und das Auto lenkt wieder dahin, wo man möchte. Komisches Gefühl. Hier nicht zu schnell rein. Hier eng fahren, um in die nächste Kurve wieder mit Speed reinzufahren. Mal gucken, wo wir landen. Ich denke mal, oh, da waren wir ein bisschen zu weit rechts. Ich denke mal, wir werden jetzt weit vorne landen, weil noch nicht viele eine Runde mit Soft oder, ja, wir haben Soft drauf, Soft oder generell Slicks gefahren sind. Aber wir werden es sehen. Das kann sich dann noch zum Ende hin ändern. Wir werden vielleicht mit etwas Glück unter den ersten 5 landen. Hier leicht verbremst, aber alles kein Problem. Wir haben ja danach noch eine Runde. Die können wir dann jetzt auch wirklich wieder voll reinhalten.
und möglichst viel Speed auf die Gerade mitnehmen. DRS ist auch hier aktiviert, nebenbei bemerkt. Dann kommen wir mit fast 3,30 an und bremsen in die Kurve. Optimal den Scheitelpunkt getroffen. Und ich denke mal, damit landen wir, ja, wir landen auf 1, weil hinten kommt erst das ganze Feld mit der schnellen Runde. Wir versuchen uns aber in der Zeit wieder zu verbessern und eventuell schon mal vorzusagen, falls wir jetzt zu weit nach hinten gelangen. Da waren wir jetzt zu weit innen. Ist jetzt ein Zehntel fast gut gemacht. Das kriegen wir hoffentlich bis zum Ende noch so beibehalten. Wäre schön, weil dann könnten wir vielleicht nochmal ein, zwei Plätze gut machen. Versuchen hier alles aus dem Auto rauszuholen. Den Grip mit den weichen Reifen auszunutzen. Bis ins kleinste bisschen. Und haben dann hier knappe 3 Zehntel rausgeholt. Ja, das ist genau das, womit ich gerechnet habe. Wir stehen jetzt auf 6. Was natürlich noch nicht so optimal ist. Da wollen wir mehr rausholen, wenn das möglich ist. Knappe 0,4 Sekunden schneller als gerade eben. Voll ans Gas und wir haben knappe 0,4 Sekunden gut gemacht. Oh, wir waren sogar am Ende auf Platz 10. Und wir bleiben auch auf Platz 10. Schade. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die anderen nochmal so viel rausholen. Aber da hat es dann wohl nicht ganz gereicht. Und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Boah, wir waren sogar knappe 2,6 Sekunden langsamer als Valtteri Bottas. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Ja. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Ich also denke mal, wir können im Grunde genommen ganz zufrieden sein. Was mir gerade noch in den Kopf kommt, wir hatten echt Glück, muss man sagen. Weil wir haben ja vor hier dem Rennen noch den dritten Sponsorvertrag abgeschlossen und da stand drin, dass wir im nächsten Qualifying P10 erreichen müssen. Haben wir dann noch gerade so geschafft und wir hoffen natürlich, dass wir das im Rennen ein bisschen verbessern können, hier unseren 10. Platz. Fürs Rennen gibt es dann wieder ein einzelnes Video, weil sonst wird das hier zu lang. Und dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zusehen, wie immer. Und hoffe, ihr seid beim Rennen dabei. Und bis dann. Ciao.